Hallo, willkommen zurück. Wir versuchen jetzt mal zu rekrutieren. Okay, das hat geklappt. Man musste alle drei Schmiede mit dabei haben, damit man diesen hier kriegt. Und wir werden jetzt weiter rekrutieren und Leute einsammeln. Und ich werde währenddessen die Videos mal schneiden, damit wir nicht das Ganze hin und her gelaufen drauf haben. Also, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis gleich. Ja, jetzt geht die Mädchenjagd weiter, also es soll wohl doch diese sein, auch wenn ich sie nicht gekriegt habe. Ah. Ist natürlich gewieft. Ja. Wie hat's denn das ge... Gut, jetzt haben wir Lottes Katze, damit kriegen wir Lotte. Das können, kann... Das, solange lasse ich jetzt mal die Aufnahme an. Du hast ja gar nichts gemacht, die... Ja, was so ein Leckerli alles ausmachen kann, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mal beim Einkaufen Leckerlis vergesse, deswegen wollte sie mich nicht haben. Bei dem könnten wir dann, glaube ich, pausieren, während du spielst, falls du verlierst. Gut. Okay, dann lassen wir jetzt mal Luigi eine Runde aufnehmen und wenn er die verloren hat, dann mache ich auch Pause. Okay, 5000 Bits sollen wir von ihm mal spielen. Das heißt, 5x1000 verlieren wäre gut, glaube ich. Oder auch gleich 5000, wie auch immer man will. Ja. Ja. Oh, 1, 2, 3 hat verloren. Double. Ja, das hat gereicht. Beim ersten Versuch ist das nicht toll. Das ist hier kaum... Ja, 3000 plus gemacht. Kaum Zeit verbraucht. Direkt Lotte. Wer kann, der kann. Ja, sieht auch aus wie so ein Hyper-Typ, ne? Und man kann nicht mal mit ihm kämpfen. Ah, du hast viel Glück. Ein glücklicher, ein Mann, der viel Glück hat, der kann alles. Ah, ich werfe alle meine Chips auf dich, also seine Spiele. Beziehungsweise ersetzt sie. Jetzt kommt die Lotte dran. Genau, und vielleicht die Städte da abchecken, da wo Lotte ist und hier diese... Was? Ja, Apple habe ich. Apple habe ich. Ich weiß bloß nicht, ob in diesen Städten jetzt schon wieder neue sind, da Bier Blanche, also Tyne, Recon und... Die Tänzerin habe ich. Den habe ich. In Millis Palast fehlt vielleicht noch mehr, das weiß ich jetzt aber aus dem Kopf nicht. Recon ist das. So, ja, wenn du genug Leute hast, dann solltest du irgendwann auch mal Cliff hier nehmen. Hast du auch drin, hätte ich mal gesagt. Der steht dann nämlich hier in der Ecke. Oh, okay. Also, Cliff ist eventuell auch nicht mehr so weit entfernt. So, jetzt holen wir uns erstmal Lotte. Oh, gut. Du hast meine Katze wieder gefunden. Ich werde dich jetzt begleiten. Danke dir, Jack. Mein Name ist Lotte. Lotte, die Magierin. Es ist eine Geste des Dankes, dass ich dich begleiten möchte. Was macht die für Magie? Erz? So, und jetzt, bevor wir beim nächsten sind, werde ich das pausieren, denn das könnte wieder einen Moment dauern, bis wir hier wen gefunden haben. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder und jetzt können wir uns die nächste Figur holen. Aber nur, weil wir den willigen Millich damit haben.
Meister Millig, lasst mich euch begleiten, um an eurer Seite zu sein. Bringt uns leider gar nichts, Kasios, aber egal. Und damit sehen wir uns bei der nächsten Figur wieder. So, liebe Leute, und damit haben wir den Opal gefunden, beziehungsweise Lucci hat den Opal gefunden. Und mit dem gehen wir zurück zu Esmeralda, um uns diese zu sichern. Falls wir wieder lebend rauskommen. Achso ja, und das ist von den Karten, die ihr da im Hintergrund seht, der Opal. Und dann würde ich sagen, schalten wir uns bei Esmeralda wieder ein. Oder nee, das geht schnell, ne? Müssen wir noch auswählen. Ich werde euch natürlich in den Videos sowieso, das werde ich so zuschneiden, dass ihr generell eine kleine Information kriegt vor dem Charakter, den ihr dann jeweils einzeln sehen werdet, mit einer kleinen Information, wo er ist, wie man ihn findet und was man dazu braucht. Falls das jetzt nicht so rübergekommen ist beim normalen Erzählen, wie man die kriegt. Die wollen nicht am Gehen hindern. Die wollen ja schon mal wieder haben. Und kein Ektoplasma. Und wir haben uns übrigens noch ein paar Leute überlegt, die wir auch noch holen können, wenn uns das Glück heult ist. Wo sind die? Achso. So, jetzt hätte ich eigentlich theoretisch ausprobieren können, wie man Zufallskämpfe. Obwohl ich das zu aufwendig, da hält der Bildschirm ja immer an. Ich werde die rausschneiden an solchen Stellen. Das mit der geilste Zauber. Das Geräusch so geil, ne? Gibt's auch noch Big Shredding oder sowas, ne? Ja, so ähnlich hört sich an, wie als wenn Opa Küstennebel aufmacht. So, und jetzt sollten wir... So, jetzt müssen wir eigentlich an der richtigen Adresse schon sein. Die Musiken sind so gut in dem Spiel. Genau, und diese junge Frau möchte ihn haben. Ja! Er ist aufgetaucht. Der echte Opalring. Okay. Jetzt weiß ich, dass du in einem guten Glauben handelst. Ich werde mit dir kommen. Weil du einen Opal gefunden hast, glaubst du das? Ja. Eine dreckige Spielkarte. So, gut. Wir kommen dann gleich wieder mit dem nächsten Charakter. Ciao. So, und das haben wir den nächsten Gegenstand gefunden. Das ist die Nameless Urn. Und die brauchen wir, um unseren persönlichen Appraiser zu bekommen. Also unseren Schätzer. Jabba the schleimigen Hood. Nur nicht in ganz so fett und wulstig. Mein Name ist Jabba, ich bin ein Schätzexperte. Wenn du etwas finden kannst, was ich nicht schätzen kann, dann werde ich alles tun, was du verlangst. Blowjob. Ask for... Ja, ich frage einfach mal... Ich frage einfach mal, ob du das schätzen kannst. Lass mich sehen. Verdammt. Ich gebe auf. Das ist eine
seltene, wert, ein sehr seltenes, wertvolles, sehr seltener, sehr wertvoller Gegenstand. Ich kann einfach nicht glauben, dass es einen, dass eine Urne existiert, die ich nicht schätzen kann. Und ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich werde jetzt alles tun, was du verlangst. Ja, dann rekrutieren wir ihn noch einfach mal. Wäre auch nicht schlecht, aber da muss auch kurz was rumkommen. Chicks for free. Das ist alles? Kein Problem. Ich bin kein Kämpfer, aber meine Augen sind wirklich wertvoll. Ja, wenn wir sie dir rausschneiden. Super, dann haben wir den nächsten und wir sehen uns beim wieder nächsten wieder.